Es wird Zeit, meine künstlerischen Talente zu zeigen. Ich würde sagen, ich beginne mit meinem ersten Gemälde. Schaut euch mal dieses krasse Gemälde an. Yo, yo, yo. Ich bin des Künstlers Centex und das ist mein allererstes Bild. Ich nenne es Kauf mein Bild. Oh ja, nur für 1 Million Euro verkaufe ich hier dieses Meisterwerk. Und wir werden heute nicht nur ein Gemälde anmalen, sondern hier richtig viele verschiedene Sachen, wie hier zum Beispiel die Wände, werden hier Graffiti malen und noch vieles, vieles mehr hier im Painting Simulator hier in Roblox. Und oh, hey Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freund, ihr seht es, ich und... Ey, wer bist du da eigentlich? Oh, yo, das ist jetzt mein Hund Fluffy, der verfolgt mich. Hey, 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 ja, der springt die ganze Zeit hinter mir her. Und wir beginnen auf jeden Fall heute eine Künstlerkarriere. Ich und Fluffy auf jeden Fall. Und das bedeutet, Freunde, ihr seht, das ist mein allererstes Bild hier, was ich gemalt habe. Und wir können auch hier viele, viele mehr Bilder malen. Oh ja, Freunde, hier die Mona Lisa. Das wusstet ihr zwar nicht, aber ich bin der eigentliche Künstler der Mona Lisa. Aber das wissen nur die wenigsten. Und Freunde, ihr seht es, wir haben auf jeden Fall hier im Painting Simulator einmal hier unten hier unseren Pinsel auf jeden Fall am Start. Aber im Shop können wir uns zum Beispiel verschiedene Pinsel kaufen. Zum Beispiel für $650, Katsching, haben wir uns auf jeden Fall jetzt den nächsten Pinsel gekauft. Und dann können wir auf jeden Fall die größere Bereiche auf jeden Fall anmalen. Und dann haben wir noch im Shop natürlich hier Kanister. Das sind diese Dinger, die ich auf dem Rücken habe. Wie viel Farbe da auf jeden Fall reinpasst. Und immer wenn hier rechts, ihr seht, die Farbe leer ist, die ist jetzt auf jeden Fall gleich wieder leer. Jo, was male ich hier für ein schönes Bild gerade? Muss ich auf jeden Fall genau hier wieder... Wow, Alter, was ist das? Hier zum Regenbogenwasserfall gehen oder zum, oh yo, bunten Wasserfall, wo die ganze Farbe auf jeden Fall hier drin ist, und muss meinen Kanister auf jeden Fall wieder auffüllen. Aber ich würde sagen, Freunde, wir malen auf jeden Fall die Wand und yo, das ist echt ein schönes Bild. Das ist Graffiti oder sowas. Ja, nicht schlecht, Fluffy. Da staunst du. Was machst du eigentlich, Fluffy? Ich glaube, du bist auf jeden Fall hier mein Haustier, Freunde. Hier links kann man auf jeden Fall die Haustiere sehen. Und das hier ist auf jeden Fall mein Haustier und ich glaube, ja, die geben uns auf jeden Fall auch nochmal verschiedene Effekte. Ihr seht es. Und oh, es gibt sogar so Aufsätze und noch vieles, vieles mehr. Noch irgendwie so irgendein Schwanz oder irgendwie sowas. Naja, interessant. Aber ich würde sagen... Hey, wer hupt denn da? Wir müssen jetzt auf jeden Fall die ganzen Wände anmalen. Und ihr seht es, wir haben 16% von 100% erreicht. Und wenn wir alles auf jeden Fall geschafft haben, werden wir die nächste Welt kommen. Für 2000 Euro. Warte mal, können wir uns das Ganze freischalten? Ich würde sagen, let's go. Wir haben uns schon die nächste Welt freigeschaltet. Was geht denn da? Und was können wir jetzt hier anmalen? Können wir jetzt hier... Oh, ah, jetzt können wir hier auf jeden Fall die ganze Scheune hier anmalen. So, natürlich, alles muss hier schön gestrichen werden. Das ist hier schon richtig alt und zerbröckelt. Das bedeutet, wir müssen auf jeden Fall jetzt hier alles, die ganze Farbe hier neu machen und sowas. So, ei, Fluffy, aus dem Weg, ey. Nicht, dass ich dich doch gleich rot anmale. Dann denken Leute, du bist eine rote Tomate, ey. Das kann ja wohl nicht sein. So, hier schön alles anmalen. Okay, was steht jetzt hier? Genau, wir haben jetzt auf jeden Fall eine Leiter und jo, warte mal, und dann können wir nach oben gehen und an Sachen auf jeden Fall, die hoch sind. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall hopp drauf gehen und jetzt hier auf jeden Fall weiter streichen. Ich bin leer. Meine Farbe ist leer. Dann würde ich sagen, gibt es hier auch diesen Regenbogenwasserfall? Ah, da gibt es hier so einen Brunnen. Oh, mit so Farbe drin. Der sieht mega krass aus. Ich werde hypnotisiert, ey, wenn ich da reingucke. Aha, dann würde ich sagen, so, wir malen auf jeden Fall hier alles an, Freunde. Und da oben können wir nicht dran. Das bedeutet, wir müssen auf die Hep. Alter, ich bin so blöd, die leider auch zu klettern. Wir müssen auf jeden Fall jetzt hier sofort alles anmalen und auf jeden Fall hier richtig viel Geld verdienen. Und ich würde sagen, Freunde, $20.000, okay, kostet auf jeden Fall hier die nächste Welt, die wir uns freischalten. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier oben alles so. Das geht auch wirklich hier sehr, sehr schnell, muss ich sagen. So, die ganze Scheune muss auf jeden Fall hier angemalt werden. Und ich würde sagen, Freunde, wie viel kostet eigentlich die nächste? 1.000 Euro? Jo, die können wir jetzt schon kaufen. Boom, für 1.000 Euro haben wir jetzt so ein, ich weiß nicht, so ein Teil hier. Ich weiß gar nicht, Freunde. Schreibt mir in die Kommentare, wie heißt das nochmal, ey? Mir fällt gerade der Name nicht ein. Aber damit können wir auf jeden Fall auch größere Flächen und sowas anmalen. Schaut euch das Ganze mal an. Jo, das geht hier übel schnell. Bling, 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 bling. Okay, okay. Dann können wir hier den Heuball anmalen. Nö, okay, das geht nicht. Okay, auf jeden Fall hier nur die Wände.
Wände oder so der Scheune müssen wir anmalen. Das ist doch sehr, sehr gut. Okay, okay. Wir sind wieder leer. Schnell wieder alles nachgefüllt. Und wir können uns auf jeden Fall jetzt hier... Oh, warte mal. Was ist das hier? Ah, neue Haustiere kaufen. Ich würde sagen, für 250 Coins können wir uns jetzt zum Beispiel eins kaufen. Und was werden wir bekommen? Und ich habe... Ah, jetzt einen runden Schwanz oder irgendwie sowas bekommen, glaube ich. Und den können wir jetzt hier genau ausrüsten. Das ist dieser Basic-Schwanz. Und jetzt haben wir auf jeden Fall noch weitere Effekte. Hier Paint Rage und Paint Spread. Das bedeutet, wir haben auf jeden Fall mehr Reichweite. Und das ist auf jeden Fall viel, viel besser, hier die alles hier anzustreichen. Ich verstehe schon, ich verstehe schon. Fluffy, bei dir ist auch alles in Ordnung? Ja, let's go. Aber nicht meine Farbe hier hinten klauen, ey. Der guckt mich die ganze Zeit so an, ey. Als würde der gleich hier irgendwas klauen wollen oder sowas von mir. Aber ich würde sagen, Freunde, wir streichen jetzt auf jeden Fall auch hier das Haus. Alles ist hier richtig alt, ey. Alles muss hier so gestrichen werden. Hier oben muss alles hier schön neu gemacht werden. Und dann sieht das Haus doch auf jeden Fall aus wie nagelneu. Und wir können uns auf jeden Fall hier, warte mal, was können wir uns kaufen? Ein Kanister für 1200 Euro können wir uns den nächsten kaufen. Und yo, der ist auf jeden Fall schon mal viel, viel größer. Und da können wir auf jeden Fall drin viel mehr Farbe drin lagern, auf jeden Fall. Wir müssen nicht die ganze Zeit die Farbe nachfüllen, sondern würde ich sagen, hier das Dach, kommen wir da dran. Ich würde sagen, wir platzieren mal, Alter, von wo habe ich Leiter? Einfach in meiner Hosentasche, ist so eine große Leiter drin. Und alle hopp, so. Ein Moment, Alter, ich komme hier niemals nach oben. So, jetzt bin ich auf jeden Fall oben. Und jetzt können wir, oh, wir müssen noch näher dran gehen. Okay, wir müssen mal schauen, wir müssen eben gleich aufs Haus gehen. So, wir platzieren die Leiter mal hier. Ich glaube, das ist auf jeden Fall besser. Ey, das ist übel schwer und let's go. Da bin ich auf dem Haus auf jeden Fall und jetzt wird auf jeden Fall das ganze Haus schön hier alles nagelneu gestrichen. Das sieht auf jeden Fall viel schöner aus, weil hier die ganzen Steine, alles sind ja schon zusammengebrochen und sowas. Ja, das sind alte Steine und ein altes Haus, was man auf jeden Fall hier nochmal nachstreichen muss. So, und ich glaube, das Dach ist jetzt auf jeden Fall damit fertig. Sehr, sehr gut. Jo, das sieht echt richtig modern aus. Krass, was Farbe so alles macht, ey. Am Anfang sah das noch richtig hier bröckelig aus. Aber jetzt sieht das schon langsam aus wie ein richtig modernes Haus, muss ich sagen. So, dann wird hier auf jeden Fall noch alles gestrichen. Und ich glaube, das nächste kostet genau, warte mal, wir schauen mal, können wir jetzt schon das nächste kaufen? 3500 Euro. Okay, da würde ich sagen, wir müssen darauf auf jeden Fall sparen. So viel ist es aber nicht. Meine 3000 Euro haben wir schon. Da würde ich sagen, zack, hier, perfekt. Oh, hier wäre auch eine Leiter gewesen an der Seite. Sehe ich gerade. Das bedeutet so, hier wird mal alles gestrichen. Aber ich will natürlich hier nicht nur das Haus die ganze Zeit streichen, sondern noch andere Sachen. Ich würde sagen, das Haus reicht erstmal. Was ist das hier zum Beispiel? Kann ich das hier streichen? Aha, das kann ich auf jeden Fall hier streichen. So, zack, jetzt ganz, ganz schnell. Ich kann nicht streichen. Oh, mein Topf ist leer. Los, Fluffy, komm. Wir müssen das Ganze auf jeden Fall hier wieder sofort nachfüllen gehen. Und gleich werde ich mir auf jeden Fall was richtig Cooles kaufen. Und yo, was hat die denn schon für so eine Paintgun oder irgendwie sowas? Yo, das ist ja mega heftig. Damit kann man hier schon viel krassere Flächen groß machen. Moin, moin, ich will dich nicht stören. Alles gut, ich will nicht dich streichen. Ich will hier nur die Wand streichen. So, da würde ich sagen, Freunde, wir machen hier auch natürlich oben. Oh, okay, das geht aber schnell hier. So, zack, zack, zack. Wir können hier sogar die Scheune so nach oben klettern. Und dann hier nochmal alles hier, oh, ganz, ganz schnell färben. So bekommen wir auf jeden Fall sehr, sehr schnell Geld, muss ich sagen. Hier unten natürlich, hier die ganzen Dächer. Alles muss hier schön gefärbt werden und 3600 Euro und damit werden wir jetzt auf jeden Fall Katsching, hier eine, also was ist das, eine Spraydose kaufen und yo, hä, warte mal, die sprayt einfach so, ich weiß nicht, Freunde, ist die besser? Ich würde sagen, erstmal müssen wir hier wieder das ganze refillen gehen, gluck, gluck, gluck. Ey, Fluffy, der ist da reingefallen, komm da raus, ey. Was macht der da drin, ey, das kann ja wohl nicht sein. Ich würde sagen, Junge, was ist das für ein Riesenreifen, ey, die hat auf jeden Fall so eine krasse, ja, so eine Paintgun einfach, so eine Farbsprühpistole, die will ich auf jeden Fall auch haben und ich glaube, Freunde, die ist auf jeden Fall sehr, sehr teuer. Aber ich würde sagen, warte mal, wir haben ja einmal hier diese Dollar und diese Coins einfach. Und wir haben ja mittlerweile schon 20.000 Dollar. Können wir uns damit jetzt eigentlich schon die nächste Welt kaufen? Ich glaube schon, Freunde. Und let's go! 20.000 Dollar und damit sind wir auf jeden Fall in der nächsten Welt. Und wo ist mir jetzt angekommen? Schaut euch mal das an. Ich glaube, das ist jetzt so das Reichenviertel oder irgendwie sowas. Kann das sein? Ich meine, wir können ja mal hier links schauen. Genau, eine Villa ist auf jeden Fall hier. Und jetzt müssen wir eine komplette Villa neu streichen einfach mit dieser Sprühdose. Aber irgendwie, ich mag diese Sprühdose nicht, oder, Freunde? Die sprayt immer nur so bestimmte Bereiche. Also da fand ich die Rolle von gerade eben auf jeden Fall viel, viel besser, muss ich sagen. Aber ich würde sagen, dass es ganz auf jeden Fall schneller geht. Was ist, wenn wir uns jetzt auf jeden Fall für 95.000 Coins jetzt auf jeden Fall hier kaufen mit Robux und dann boom, zack, haben wir auf jeden Fall richtig viel Geld auf jeden Fall ausgegeben für das Spiel. Damit können wir uns, glaube ich, für die Coins, glaube ich, so Haustiere kaufen. Ich meine, hier gibt es auf jeden Fall hier, was ist das hier? Bei Kanister oder so? Okay, dafür brauchen wir ja diese Dollar. Hier, genau, kaufen
kaufen wir die Waffen und sowas. Aber ich glaube, hier können wir uns genau mit 500 Coins einfach so Haustiere kaufen. Ich würde sagen, Freunde, wir machen jetzt ein heftiges Pack-Opening. Okay, wir haben große Ohren bekommen. Let's go. Dann würde ich sagen, komm, wir öffnen einfach noch meins. Ich meine, wir haben 100.000 Münzen. Damit werden wir jetzt auf jeden Fall jetzt hier viele Sachen kaufen. Orangener. Oh, ein Hamster. Moin, moin, Mr. Hamster. Dann würde ich sagen, okay, wir kaufen uns noch eins. So, was bekommen wir jetzt? Und Floppy Ears. Okidoki. Und dann würde ich sagen, noch eine Sache öffnen. Wir kommen schon. Irgendwas Krasses muss ich jetzt bekommen. Irgendwas mega Seltenes. Und, ach, große Ohren, ey. Meine Güte, ey. Ja, Fluffy, du bist auch nicht begeistert davon. Ich auch nicht. Aber naja, ich würde sagen, wir müssen das Ganze auf jeden Fall hier ausrüsten. Hier, mein orangener Hamster, den ich auf jeden Fall habe. Und, ah, ich kann nur, kann ich nur einen auswählen? Und nein, Fluffy ist dann aber weg. Naja, Pech, jetzt habe ich einen Hamster. Komm mit, Mr. Hamster. Let's go. Okay, ich würde sagen, aber wir haben gar keine, wir haben nichts mehr zu malen. Ich würde sagen, wir müssen das Ganze jetzt auf jeden Fall hier wieder sofort auffüllen gehen. Hier den ganzen Kanister und sowas. Let's go, let's go. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch hier sofort an, die Villen und hier alles anzumalen. Schaut euch das Ganze an. Es gibt auf jeden Fall viel, viel zu tun hier. Und ich muss sagen, dieses Pixel, der erinnert mich an Minecraft immer, oder? Das sieht so ein bisschen aus wie so Minecraft-Pixel oder irgendwie sowas. Wisst ihr, was ich meine? So dieser Minecraft-Grasblock oder irgendwie sowas. Aber ich würde sagen, wir dürfen uns jetzt nicht ablenken lassen. Mr. Hamster, wir sind jetzt ein neues Team, ein neues Künstlerteam. Und wir müssen jetzt auf jeden Fall... Was? Wir haben jetzt schon keine Farbe mehr. Wir werden auf jeden Fall die neuen reichen und berühmten Künstler. Und wir haben mittlerweile 9000 Dollar. Junge, hä? Wie schnell haben wir jetzt Geld gemacht? Warte mal, ich streiche mal die Wand. Das geht ja übel schnell. Guckt euch das mal. Jetzt haben wir gleich schon 10.000 Dollar. Okay, das ist mega, mega heftig. Aber meine ganze Farbe geht sowas von schnell leer. Das bedeutet, wir müssen sie im Shop auf jeden Fall jetzt hier neue Kanister kaufen. Ich würde sagen, für 4.500 Dollar. Und der nächste kostet schon 15.000. Und jetzt haben wir auf jeden Fall so... Oh, Alter, hier ist ein Smiley. Haha, der sieht ja glücklich aus, ey. Und ich hoffe, da passt auf jeden Fall auch mehr Farbe rein. Und ich würde sagen, wir können uns jetzt auf jeden Fall auch für 7.000 Euro... die nächste Sprühdose kaufen. Und damit können wir auf jeden Fall jetzt hier größere Bereiche und sowas sprühen. Und bekommen natürlich hier mehr Geld. Ihr seht es so, das Graffiti hier müssen wir natürlich drüber sprühen. Das sieht ja scheußlich aus, ey. Wer hat das denn hier dran gesprayt? Wir müssen jetzt auf jeden Fall das ganze Haus schön streichen und alles anmalen. Ja, das machen wir doch wirklich sehr, sehr gut. Es läuft schon mal gut, aber wir müssen jetzt nach oben kommen, weil sonst, ja, kommen wir auf jeden Fall an diese schwierigen Sachen nicht dran. Aber mein, oh, mein Tank ist leer, Leute. Und, hä, wo ist mein Hamster? Jo, der fliegt einfach. Ich wusste gar nicht, dass du Superkräfte hast, ey. Das ist zu krass. Und mittlerweile haben wir sogar noch mehr Geld. Und jetzt haben wir auf jeden Fall, Freunde, wie dieses Mädchen am Anfang, wisst ihr noch, diese Paint Gun. Und damit können wir jetzt auf jeden Fall hier so drauf schießen. Let's go. Schaut euch das Ganze an. Und das geht ja auch viel, viel schneller. Und wir bekommen vor allem mehr Geld dadurch. Wir haben jetzt schon die ganze Wand hier von der Villa gestrichen. Ich würde sagen, so, wir platzieren mal hier so. Yo, moin, moin. Junge, die hat einfach doppelt Kanister oder irgendwie sowas. Da sollte auf jeden Fall richtig viel Farbe reinpassen. So, genau, jetzt, um an diese Stellen dran zu kommen, brauchen wir die Leiter. Wir streichen hier sofort alles. Aber ich muss sagen, Freunde, mittlerweile machen wir schon richtig viel Geld hier. Dadurch, dass wir einfach hier diese Häuser und alles mögliche streichen. So, da würde ich sagen, da oben ist auf jeden Fall was. Okay, da kommen wir nicht dran. Dann würde ich sagen, hier geht es auf jeden Fall weiter. Und Freunde, schreib auch mal jetzt gerne in die Kommentare, wenn du ein eigenes Haus hättest oder eine eigene Villa, in welcher Farbe würdest du streichen? Also, wir streichen es ja gerade hier in grün, also in der grünen Farbe oder sowas. Das hat sich, ja, der Besitzer auf jeden Fall hier gewünscht. Und der Kunde ist immer König. Das bedeutet, er kriegt jetzt auf jeden Fall eine grüne Villa. Aber ich glaube, ich würde meine Villa lila streichen, glaube ich. So eine komplett lila eine Villa. Oder eine goldene Villa, eine komplette Villa aus Gold. Das ist ja auch sehr, sehr krass. Okay, ich würde sagen, wir müssen jetzt irgendwie gucken, wie wir nach oben kommen. Davor kaufen wir uns aber mal einen neuen Kanister für 15.000. Jetzt haben wir auch diesen doppelten Kanister. Junge, das sieht aus wie ein Jetpack, oder nicht? Ey, Junge, ich komme hier die Treppe nicht nach oben. So, das ist sehr, sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, let's go. Wir streichen hier die ganze Hälfte. Schaut euch das Ganze mal an, wie viel Euro wir jetzt hier tatsächlich bekommen. Was geht denn da ab? So, hier alles muss auf jeden Fall hier schön grün gemacht werden. Hier die ganze Villa. Aber da oben komme ich immer noch nicht dran, Freunde. Wie soll ich da jetzt nach oben kommen? Warte mal, was ist, wenn ich jetzt... Ah, hier eine Leiter platziere. Und jetzt alle hopp, so nach oben. Und jetzt wird natürlich auch hier alles schön gestrichen. Und dann würde ich sagen, sind wir auf jeden Fall hier mit der Haushälfte fast fertig. So, dann hier noch. Und Freunde, das sollte reichen. Let's go. Och, jetzt komme ich an die letzte Ecke nicht dran, ey. Willst du mich veräppeln, ey? Da würde ich sagen, so. Und komm schon, let's go. Okidoki. Dann machen wir hier noch alles fertig.
fertig und die Haushälfte sieht doch auf jeden Fall schon mal wunderschön aus. So, hier natürlich auch noch alles machen. Das geht aber mittlerweile richtig schnell, ey. Und wir haben wieder 10.000 Dollar einfach. Das ist wirklich zu krass. Dann hier natürlich noch alles grün färben. Let's go. Die Garage, da darf natürlich auch nicht fehlen. Und ich würde sagen, wie viel haben wir geschafft? Wir haben mittlerweile schon 30% haben wir. Okay, haben wir schon gestrichen. Aber ich würde sagen, wir dürfen natürlich auch nicht die anderen Sachen vernachlässigen. Diese Villa soll auf jeden Fall grau gestrichen werden. Ich glaube, so grau und weiß sind immer so dieses typische Hausfarben, wisst ihr? Aber die sind halt auch so modern und da kann man auch nichts falsch machen, weil grün ist schon sehr, sehr auffällig, muss ich sagen. Ich glaube, so grau ist halt so, ja, entspanntes Grau halt. Ihr wisst Bescheid. So, da würde ich sagen, zack, zack, zack. Das wird natürlich auch alles hier schön gestrichen oder irgendwie sowas. Oder guck mal, das ist mir jetzt mit der linken Hälfte schon fertig. Dann würde ich sagen, kommen wir, warte, erst gleich zur rechten Hälfte. Wir müssen wieder in den Wunschbrunnen gehen. Mr. Hamster nicht reingehen. Der ist auf jeden Fall ein bisschen besser erzogen als der Hund. Der ist immer da reingesprungen. Ey, ihr wisst es, als Fluffy. Da würde ich sagen, wir machen auf jeden Fall hier vorne so alles hier fertig. Und was? 40.000 Dollar kostet auf jeden Fall die nächste Paint-Scan. Das ist krass. Und als der Kanister kostet 50.000. Junge, da müssen wir ja richtig viel sparen, ey. Okay, aber ich will ja der beste Maler der ganzen Welt werden, Freunde. Das habe ich euch versprochen. Und um alles anmalen zu können, ey, brauchen wir natürlich viel, viel krassere Sachen. Weil ich meine, schaut euch das Ganze mal an. Wir haben angefangen mit, keine Ahnung, mit kleinen Bildern einfach anzumalen. Und jetzt streichen wir schon mittlerweile riesengroßen Villen. Also, wir machen auf jeden Fall hier richtige Fortschritte. Hier im Painting Simulator, muss ich sagen. Und wir sind auch gleich mit der Vorderseite hier von der nächsten Villa hier schon komplett fertig. Es geht wirklich ratzfratz, ey. Und let's go. Schaut euch das Ganze mal. So, da oben kommen wir da dran. Jawohl, natürlich kommen wir dran. Alter, ich habe die Scheiben angemalt. Tut mir leid. Das fällt auf jeden Fall keinem auf. 40.000 Dollar kostet auf jeden Fall hier die nächste Welt, die wir uns freischalten können. Dafür fehlt uns aber noch einiges. Und ich würde sagen, was ist das hier? Ah, das ist noch ein Wagen. Den müsst ihr auch einfach anmalen. Hier mit unserer Pistole oder wie. Da würde ich sagen, so, dann malen wir natürlich auch hier schön den Wagen an. Jo, schaut mal, was wir gestrichen haben. Blocks Bros. Das ist ein Umzugswagen. Ah, ich verstehe schon. Das ist der Umzugswagen auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, haben wir auf der Seite, streichen wir genau das Logo, streichen wir natürlich auch hier sofort ein. Das läuft doch schon mal hier sehr, sehr gut. So, dann hier natürlich auch noch alles. Aber da ist unser Farbtank auf jeden Fall gleich schon wieder leer. Und wir müssen das Ganze auffüllen. So, hier ist auf jeden Fall, jo, habt ihr das gesehen? Da kamen so richtige Regenbogenfarben einfach raus, hier aus meiner Garnade. Das habe ich noch gar nicht gesehen, Freunde. Warte mal, wir gehen wieder zum LKW und streichen das Ganze mal. Und dann schaue ich mir das Ganze nochmal von einer anderen Perspektive. Hier vorne zum Beispiel. Und yo, das sind so Regenbogen. Ihr seht es. Ha, da kommen so Regenbogen. Einfach alles mögliche Farben kommen da raus. So hinten natürlich auch. Und da sind wir auf jeden Fall auch hier mit dem LKW gleich fertig. Ah, hier vorne muss natürlich auch alles hier schön gestrichen, lackiert oder was auch immer werden hier. Auf jeden Fall wie nah neu aussieht. Das sieht doch jetzt krass aus. Dann ist hier noch so eine kleine Hütte oder sowas. Die müssen wir natürlich auch hier sofort alles anmalen. So in einem schönen Rot. Ist das eine runde Hütte oder was ist das? Ey, hier. Ey, Hamster, willst du auch da reingehen? Ich glaube, der hat echt gar keinen Bock. Und der guckt mir die ganze Zeit so zu. Ich bekomme Angst vor dir, ey. Mit seinen schwarzen Augen. Der rennt mir die ganze Zeit hinterher und guckt mir zu, ey. Okay, okay. Soll er aber machen, wenn es ihm Spaß macht. Und wir haben mittlerweile schon 32.000 Euro. Das ist sehr, sehr gut. Das bedeutet, uns fehlt echt nicht mehr viel. Noch 5.000 Euro fehlt uns. Und dann können wir uns auf jeden Fall schon in die nächste Welt freischalten. Und da bin ich auf jeden Fall auch mal sehr, sehr gespannt, was wir da alles anmalen müssen. Okay, ich würde sagen, viel fehlt uns wirklich nicht. Und ich glaube, wir machen jetzt auf jeden Fall hier weiter. Ich glaube, das ist sehr, sehr gut. Wenn wir hier die Seite auf jeden Fall von der Villa fertig gestrichen haben, dann sollten wir auf jeden Fall das nötige Geld haben. Los, Tedx, schneller, schneller, schneller. Piu, 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 piu. Ha, wir schießen hier mit unserer Pistole drauf. Aber Freunde, ach, kurz davor muss ich nochmal nachladen. Einen Moment. Jo, was hat die denn nicht für eine Paintgun, ey, die sieht auch heftig aus. Okay, da würde ich sagen, wir malen das Ganze aus. 40.000 Euro haben wir jetzt auf jeden Fall am Start. So, ich will das aber jetzt hier noch zu Ende streichen. Hier die ganze Villa, hier die ganze Seite, damit das natürlich hier schön aussieht. 43.000 Euro, krass. Und da würde ich sagen, Freunde, wir schalten auf jeden Fall jetzt hier im Painting Simulator die nächste Welt frei für 40.000 Dollar. Okay, okay, da bin ich jetzt mal sowas von gespannt. Und let's go. Und jetzt sind wir bei einer Tankstelle angekommen. Alter, was ist das? Alter, ich dachte, das wäre Blut, aber okay, okay, alles gut. Das ist ja nur Farbe. Und jetzt sind wir in einer Tankstelle angekommen und wir müssen jetzt eine ganze Tankstelle neu streichen. Guck mal, wir können sogar die Autos hier anmalen und hier streichen. Okidoki, da würde ich sagen, wir fangen damit an. So, hier die ganzen Säulen und alles mögliche. Die ist ja total alt, ey. Wer hier die Tankstelle zuletzt benutzt, ey, das kann ja wohl nicht sein, ey. Und, jetzt da oben gelb, Freunde. Gelb hat mir auch noch gar nicht als Farbe. Die meisten Sachen sind immer rot. Ah, da
kommen wir nicht dran. Warte mal, Freunde, können wir jetzt hier so die Leiter platzieren und jetzt können wir... Okay, wir kommen immer noch nicht dran. Da würde ich sagen, lass uns erstmal hier die Sachen machen, die es auf jeden Fall hier so unten gibt. So, genau, alles schön anmalen. Die ganze Tankstelle muss auf jeden Fall neu gemacht werden. Und hier, Freunde, können wir auch alles anmalen. Aber wir haben uns ja 100.000 Münzen gekauft und damit konnten wir bis jetzt nicht viel machen. Und deswegen würde ich sagen, Freunde, wir kaufen uns auf jeden Fall hier neue Eier, so Kristalleier. Und ich habe eine Katze bekommen. Okay, ist die selten? Ich glaube schon, ich würde sagen, Freunde, komm, ich will aber noch was Krasseres bekommen. Irgend so ein heftiges Haustier, wo wir richtig viel... Ah, noch eine graue Katze. Ja, also die wollte ich nicht. Vielleicht jetzt mal bitte keine graue Katze. Und wir bekommen... ein Hund oder so. Alter, der sah voll traurig aus, ey. Okay, dann würde ich sagen, Freunde, wir können ja mal den Hund aktivieren. Moin, moin. Ey, guck doch nicht so traurig, ey. Alles gut, ey. Was ist mit dem los, ey? Der ist mega traurig. Ich würde sagen, kein Grund, traurig zu sein. Wir malen auf jeden Fall hier alles an. Und was? Wir haben mittlerweile schon 23.000 Euro. Wie krass schnell geht das denn jetzt? Also mittlerweile, Freunde. Ihr seht es, wie viel Geld wir jetzt auf jeden Fall hier bekommen. Auf jeden Fall. Und nur, weil wir hier so Sachen streichen. Die Leute geben mir auf jeden Fall immer mehr Geld. Und damit können wir uns natürlich auch bald hier die nächsten krassen Sachen kaufen. So, und yo, was ist das denn hier? Ha, so Monster, die wir hier so hinstreichen und anmalen. Okay, nicht schlecht, muss ich sagen. Ich bin immer beeindruckt von meinen Malkünsten. Und dann hier hinter natürlich muss natürlich auch hier alles schön rot angemalt werden. Keine Stelle darf vernachlässigt werden. Oh, ich bin runtergefallen. Hallo, komme ich hier raus? Das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. Und oh, hier diese hässlichen Graffitis oder so, die hier dran gespült werden. Darüber muss natürlich auch hier schön gestrichen werden. Und wir haben mittlerweile 50.000 Euro. Und ich würde sagen, Freunde, damit kaufen wir uns auf jeden Fall hier, ach, für 40.000 hätten wir uns diese gekauft können, die nächste Paint Gun. Und die nächste kostet schon 100.000 Dollar. Was geht denn da? Aber, oh mein Gott, Freunde, wie viel Geld bekommen wir? Wie schnell geht das denn? Zack, 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 zack. Wir haben jetzt schon einfach hier die ganze Garage hier komplett angemalt. Das ist wirklich zu sehr. 23.000, 24.000, 25.000 Euro. Junge, 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 wie schnell geht das denn einfach hier, bitte? Wir bekommen hier ultra viel Geld. Wir haben doch angefangen, da haben wir so ein paar hundert Euro oder irgendwie sowas bekommen. Das war echt nicht viel Geld, ey. Und mittlerweile, ey, müssen wir schon für 100.000 Euro hier die nächste Paintgun kaufen. Ey, hallo, wo können wir das Ganze aufladen? Ach ja, der Tankstation. Was ist das denn für eine Tankstelle? Einfach so eine Tankstelle für so Regenbogenwasser oder wo hier die ganze Farbe drin ist oder so. Okay, dann würde ich sagen, so, wir machen hier die ganze Tankstelle hier weiter. Und ich brauche auf jeden Fall als nächstes einen neuen Kanister, weil jedes Mal muss ich hier die ganze Farbe und alles wieder neu nachfüllen gehen. Das kann ja wohl nicht sein. Und deswegen würde ich sagen, 40.000 Euro. Ich würde sagen, reicht das oder brauchen wir 50.000? Ich glaube, wir brauchen genau 50.000. Yo, was ist das denn, ey? Das sah schon mal, ja, nicht schlecht, Herr Specht, aus, muss ich sagen. So, würde ich sagen, wir streichen hier noch alles. Ah, komm wieder oben dran. Und zack, die sieht auf jeden Fall aus wie neu gestrichen. Okay, was haben wir hier, Freunde? Jetzt haben wir ein Café. Das muss natürlich auch hier neu saniert werden. Alles muss hier natürlich hier erneuert werden. Schön alles hier gestrichen. Wir malen auf jeden Fall hier sofort alles an. Und die 50.000 Euro für diese heftigen Jet-Kanister oder was auch immer das für ein Kanister war, haben wir jetzt auf jeden Fall auch gleich am Start. Und 50.000 Euro. Ich würde sagen, wir ballern noch die ganze Farbe jetzt auf jeden Fall hier weg, die wir noch in diesem Kanister übrig haben. Wir dürfen natürlich nichts verschwenden. Nie verschwenderisch sein, Freunde. Immer natürlich die Sachen benutzen, bis sie auf jeden Fall hier komplett leer sind. So, würde ich sagen, wir müssen jetzt irgendwie hoch. Wir packen unsere Leiter aus, die ich immer in der linken Hosentasche drin habe. So eine riesengroße Leiter. Oder würde ich sagen, zack, ab geht es hier nach oben. Und können wir jetzt auch hier den Boden besprühen? Nee, ich glaube, nur hier die Sachen können wir auf jeden Fall hier ansprühen. Hier das ganze Café wird jetzt auf jeden Fall hier schön neu gemacht werden. So, natürlich hier die Seite auch nicht vergessen. Alles muss hier schön angemalt werden. Und das sieht auch schon mal sehr, sehr gut aus. Hier die Seite. Warte mal, Freunde. So, die nächste Leiter platzieren wir. Oh, wir sind drüber gesprungen einfach. So, hier wird natürlich auch alles angemalt. Alter, Leben am Limit. Ich stehe hier voll an der Klippe, ey. Und male jetzt auf jeden Fall hier alles an. Aber so klappt das Ganze doch schon mal sehr, sehr gut. Und Freunde, unsere Farbe ist jetzt auf jeden Fall leer gleich. Und ich würde sagen, oh, Alter, mitten beim Bild malen, ey, sind wir nicht fertig geworden. Okay, für 50.000 Euro den nächsten Kanister gekauft. Oh, das ist so ein Düsenjet. Das sieht krass aus, ey. Schaut euch das Ganze mal an. Und ich glaube, mein nächstes Gemälde ist fertig. Ich glaube, das Gemälde kenne ich sogar. Das heißt, der Schrei oder irgendwie so. Das ist auch ein ganz berühmtes Bild, wie die Mona Lisa, die wir ganz am Anfang gemalt haben. Und die nächste Area kostet 75.000 Dollar. Okay, dann würde ich sagen, so viel wirklich, Freunde, das ist echt eigentlich gar nicht mal so viel, weil mittlerweile wir machen so, so viel Geld und können wir das hier auch anmalen? Okay, das können wir nicht anmalen. Ich glaube, hier nur diese Tankstellen und sowas hier oben können wir auf jeden Fall alles anmalen. Dadurch bekommen wir auf jeden Fall auch Geld.
Wir klettern mal nach oben und schauen uns mal hier um, was wir auf jeden Fall hier so oben noch haben. Hier genau, hier oben müssen wir natürlich auch hier so alles schön... Ah, die ganzen Dächer können wir natürlich auch anmalen. Okay, das ist ja richtig viel Geld hier, was ich noch gar nicht gesehen habe. So, Freunde, die ganzen Dächer müssen angemalt werden. 20.000 Euro einfach haben wir schon mittlerweile nur durch dieses eine Dach bekommen. Und wir haben natürlich hier viel, viel mehr Dächer. So, natürlich hier die Ränder, färben wir natürlich hier alle gelb, so, dass sie auch natürlich auch hier schön neu aussehen und sowas. Und dann haben wir schon wieder 50.000 Euro am Start. Und damit werden wir uns auf jeden Fall gleich in die nächste Welt kaufen, so würde ich sagen. Hier das Dach und natürlich hier das Schild oder irgendwie sowas hier von der Tankstelle. Und ich glaube, wenn wir das Dach auf jeden Fall hier fertig bemalt haben, haben wir auf jeden Fall genug Geld, um uns auf jeden Fall in die nächste Zone zu kaufen. Aber ich glaube davor, nein, geht mein Tank leer oder meine ganzen Malutensilien, meine ganze Farbe, aua, geht leer. Ups, ich bin runtergefallen. So, nach oben klettern. Zack, zack, zack und ach, Mist. Okay, noch einmal auffüllen und ich glaube, dann haben wir es echt geschafft. Dann hier noch so alles färben und 75.000 Dollar. Let's go. Und damit werden wir jetzt auf jeden Fall jetzt in die nächste Welt freikaufen. Und wo ist mir jetzt ankommen, in welcher Welt? City Block. Das bedeutet, wir sind in der Stadt und wir müssen jetzt auf jeden Fall hier die Stadt streichen. Hier sind richtig viele Baustellen und wir müssen die ganzen Häuser streichen. Ein lila Haus. Okay, Freunde, ich würde sagen, ich wohne in diesem lila Haus. Das gehört jetzt auf jeden Fall mir. Mein eigenes Haus, was ich auf jeden Fall am Start habe. So, let's go. Wir streichen natürlich hier alles sehr, sehr nice. Aber ich würde sagen, wir können jetzt auch hier so Boost kaufen. Sowas zum Beispiel können wir uns Triple Coins kaufen für 10 Minuten lang. Ich meine natürlich Triple Money. Ich glaube, das ist ein bisschen besser. Money brauchen wir auf jeden Fall mehr. Für 10 Minuten lang bekommen wir jetzt das Dreifache vom Geld. Wir aktivieren das Ganze und ich würde sagen, let's go, Freunde. Okay, wir müssen uns jetzt auf jeden Fall richtig beeilen. Mal schauen, wie viel Geld wir auf jeden Fall nach 10 Minuten haben. Das ist jetzt auf jeden Fall hier so ein braunes Haus oder sowas, was wir streichen. Okidoki, dann würde ich sagen, wir klettern hier natürlich hier nach oben, damit wir natürlich hier noch alles anmalen können. Hier die oberen Bereiche, weil da unten kommen wir nicht da dran. So, hier natürlich noch was. Und wir haben mittlerweile schon gleich 30.000 Euro oder irgendwie sowas. Und wir schauen mal, das nächste kostet genau 100.000 Euro. Das ist, jo, das sieht richtig krass aus. Das ist so eine Farbgun einfach, so die nächste Paintgun. So, wir sind jetzt hier mittlerweile schon ganz, ganz oben und streichen hier die ganze Wand hier. Alles muss auf jeden Fall hier fertig schön braun gestrichen werden. Ich meine, schaut mal, wie schnell das mittlerweile geht. Wir haben schon fast jetzt hier das ganze Haus einfach komplett neu gestrichen, ey. Das sieht doch schon mal viel, viel schöner aus. Und es gibt natürlich noch viel, viel mehr Häuser, die es auf jeden Fall zu streichen gibt. So, hier unten. Okay, ich glaube, oben haben wir alles. Dann würde ich sagen, hier unten machen wir noch alles hier fertig. Hier muss noch alles gestrichen werden. Das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus, Freunde. Das nächste Haus haben wir auf jeden Fall fertig gestrichen. Hier natürlich, das darf auch noch nicht fehlen. Perfekt. Und ich glaube, dafür sind wir jetzt zu weit oben. Und jetzt haben wir so einen Brunnen. Einen Brunnen, der komplett aus Farbe besteht. Das sieht auch sehr, sehr krass aus. Und dann würde ich sagen, können wir auf jeden Fall noch hier die Seiten und sowas machen und so weiter. Und wir haben mittlerweile 60.000 Dollar. Das ist wirklich zu krass. Damit werde ich auf jeden Fall gleich hier die nächste Paint Gun kaufen. So, komme ich da oben dran? Ja, warte mal. Platziere mal so eine Leiter und ich glaube, dann komme ich auf jeden Fall besser hier dran an die ganzen Stelle. Und das ist jetzt einfach mein eigenes lilanes Haus, was ich hier habe. So, dann hier auch noch eine Leiter. Und dann malen wir natürlich auch hier oben alles an. Und da sind wir auch schon mit dem lilanen und dem braunen Haus gleich fertig. So, noch eine Kleinigkeit fehlt. Hier so an der Seite. Da oben noch. Ich springe die ganze Zeit. Okay, und damit sind wir auch fertig. Und dann würde ich sagen, Freunde, wir machen natürlich hier weiter mit den nächsten Häusern. Und dann haben wir gleich schon die 100.000 Euro geknackt. Und dann werde ich mir auf jeden Fall eine richtig krasse Paintgun auf jeden Fall holen. Da bin ich auf jeden Fall mal sehr, sehr gespannt, wie heftig die sein wird. Ich meine, für 100.000 Euro. Wisst ihr, wie viel Geld das ist, ey? Okay, ich würde sagen, wir malen jetzt auf jeden Fall hier zack, 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 alles weiter an. 90.000 Euro haben wir. Endspurt, Freunde. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. So, das Grau. Alter, hä? Wo bin ich? Ich war gerade am Rumspringen in der Luft. So, dann malen wir das hier alles an. Das hier, perfekt. Und dann haben wir auch schon die 100.000 Euro geknackt. Das ist wirklich zu krass. Und damit werden wir jetzt auf jeden Fall die nächste Gun kaufen. Hoho, schaut euch das Ganze an. So eine Regenbogen-Gun oder sowas. Und damit, Freunde, oh mein Gott, wie schnell das geht. Zack, zack, zack. Können wir auf jeden Fall hier so, so viel Geld machen. Wir malen jetzt auf jeden Fall hier alles an. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier unten alles. So, zack, zack, zack. Unser Boost, ich weiß gar nicht, wo man sieht, wie lange der Boost auf jeden Fall noch geht. Dieser Triple Coin Boost, den wir uns auf jeden Fall gekauft haben. Ich würde sagen, wir streichen auf jeden Fall jetzt hier alles. Klettern hier so nach
Oh, warte mal, können wir... Ah, wir können hier einfach hier so sein. Und dann können wir hier so... Ach Gott, hätte mir Farbe. Na toll. Können wir auf jeden Fall da auch alles streichen. Und dann gibt es natürlich hier natürlich auch so die ganzen Wände. Und ah, die Bänke und sowas kann man auch streichen. Junge, man kann ja alles anmalen. Hier, das nächste Graffiti oder sowas, was wir hier anmalen. Freunde, wie findet ihr es? Krass, ne? Ich habe mir diesmal sehr, sehr viel Mühe gegeben, muss ich sagen. So, dann würde ich sagen, wir streichen auch hier alles. Und ah, wir können auch hier, können wir uns die Haustiere kaufen? Ich glaube, hier in dem Gebiet können wir uns bei Jules, ne, wir können uns hier auf jeden Fall leider keine Haustiere kaufen. Hier können wir, oh, warte mal, ich habe irgendwas angemalt. Hä? Achso, diese Müllcontainer vor der Tankstelle dort drüben haben wir noch angemalt. Und, oh mein Gott, doch, hier können wir uns was kaufen. Für 2000 Münzen können wir uns auf jeden Fall ein Magenta Crystal Eye kaufen. Ein neues Haustier und Techno Tall Ears. Okay, da würde ich sagen, ich will aber ein neues Haustier. Ja, perfekt, genau das wollte ich. Ey, ich kriege alles doppelt, ey. Ich habe wirklich so, so viel Pech immer, wenn es darum geht, so was bei Haustieren zu öffnen. Okay, ich habe, ja, wieder irgendwas Langweiliges. Ich will jetzt mal ein krasses Haustier bekommen. Ich meine, den Hamster, oder nee, ich habe einen Hund, genau, habe ich ja schon. Okay, runde Ohren habe ich bekommen. Die kann ich alle ausrüsten. Jetzt komm doch mal. Naja, ich würde sagen, komm, wir kaufen uns doch ein allerletztes Ei. Ich habe jetzt schon ein paar geöffnet, aber nichts bekommen. Und okay, nur diese Ohren. Dann würde ich sagen, Freunde, ach, Mr. Hundi, du bleibst auf jeden Fall doch noch länger auf meiner Seite. Aber ich rüste dich jetzt auf jeden Fall mit anderen Sachen auf. Ich würde sagen, Point Rage mal 2. Der bekommt solche Elchohren, ey, der Arme. Und dann bekommt der, was haben wir noch bekommen? So ein Hairtail auf jeden Fall. Okay, da würde ich sagen, das ist doch sehr, sehr gut. tut mir leid, was ich mit dir getan habe. Wie sieht der denn aus? Da denke ich auch nur so, ich habe keinen Bock mehr, ey. Aber naja, du kommst jetzt auf jeden Fall hier mit mir mit, würde ich sagen. Und wir müssen natürlich hier noch mehr anmalen. Hier die ganzen Häuser. Wir haben natürlich hier noch einiges zu tun. 50.000 Dollar haben wir mittlerweile. Und ich glaube, die nächste Welt kostet 200.000 Dollar. Okay, mal schauen, ob wir das Ganze schaffen, man. Auch die letzte Welt oder die nächste Welt auf jeden Fall hier frei zu schalten, nachdem wir hier die ganzen Häuser und alles mögliche hier angemalt haben. So, hier oben, schick, schick, schick. Dann malen wir hier auch beim Haus. Ah, okay, das ist zu weit weg, aber bis hierhin können wir auf jeden Fall alles hier schön anmalen, natürlich hier unten auch. Und da haben wir wieder mittlerweile 60.000 Euro. Es geht wirklich so, so schnell hier im Painting Simulator, wie viel Geld wir eigentlich hier mittlerweile machen, ey. Wir sind schon ein richtiger Pro geworden. Und spring, spring, spring. Ha, wir brauchen keine Leiter, wir müssen einfach nur die ganze Zeit springen hier. Ha, der Hund springt die ganze Zeit mit mir mit. Und da haben wir auf jeden Fall, yo, die Häuser auf jeden Fall schon alle fertig angemalt. Das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. Und dann hier fehlt noch so eine Wand. Ah, das ist noch eine riesengroße Wand oder sowas. Die malen wir natürlich auch hier so perfekt. Alles fertig. Oh, was wird das jetzt für ein Bild? Und yeah, schaut euch das Ganze mal an. Und yeah, schaut euch das mal an. Einfach Augen, die euch beobachten. Ha, wieder die ganzen Monster auf jeden Fall hier am Start. Und ich glaube, Freunde, wir haben die ganze Welt schon angemalt hier, die ganzen Städte. Und deswegen müssen wir die Zonen einfach nochmal neu resetten einfach. Und let's go. Und, warte mal. Alter, was ist das denn hier? Eine Welle ist gekommen und hat die ganze Farbe einfach weggemacht. Habt ihr das gesehen, ey? Weil wir müssen natürlich hier noch mehr streichen. Dann würde ich sagen, Freunde, jetzt ganz, ganz schnell. Wir streichen jetzt auf jeden Fall nochmal alles hier neu oder irgendwie sowas. Ich meine, wir haben ja wirklich alles schon zu Ende gestrichen. Was ist denn da los? Aber wir brauchen natürlich hier noch ein bisschen mehr Geld. 200.000 Euro, um die nächste Welt auf jeden Fall freizuschalten. Und das geht auch wirklich sehr, sehr schnell, Freunde. Guckt euch das Ganze mal an. 190.000 haben wir so. Wir streichen einfach nur unten alles. Das sollte reichen. Und 200.000 Euro haben wir. Und damit werden wir uns in die nächste Welt kaufen. Okidoki, was haben wir jetzt hier am Start? Und ein Lava-Crystal für 5.000 Münzen. Wir öffnen das Ganze. Dämonenhörner haben wir auf jeden Fall bekommen. Ja, nicht schlecht. Der Hund denkt auch nur so, ach nö, gleich kriege ich die Dämonenhörner. Und Red Kardinal. Okay, Mr. Hund, du hast Glück gehabt. Du musst nicht mehr diese dämlichen Sachen anziehen. Ich habe ein neues Haustier am Start. Und der muss jetzt auf jeden Fall hier. Wo haben wir die denn? Die Dämonenohren. Yeah. Was bist du denn? Und wo ist mir jetzt eigentlich hier in der nächsten Welt angekommen? Das ist auf jeden Fall Basketballkurt oder irgendwie sowas. Okay, und hier ist auf jeden Fall hier eine Bank und sowas. Wir sind hier mitten in der Stadt. Wir haben hier auf jeden Fall einen Bus und sowas am Start. Alles Mögliche, was wir jetzt auf jeden Fall auch noch hier streichen müssen. So, hier die ganze Bushaltestelle. Alles muss gestrichen werden. Und vor allem die riesengroße Bank. Das wird jetzt auf jeden Fall auch noch eine krasse Challenge für mich. Aber ich denke mal, Freunde, das soll es erstmal gewesen sein mit dem Painting Simulator für heute. Wir haben wirklich als Noob angefangen und Gemälde einfach gemalt und bis hin zu riesengroßen Häusern, die wir jetzt einfach malen und 100.000 Euro dafür kriegen. Und wir sind jetzt ein richtiger Künstler geworden. Schaut uns mal an, ey, was hier einfach abgeht. Was sagst du dazu? Mein Name ist Jeff.
Yeah. Und dann würde ich aber sagen, Freunde, das ist für heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Santex Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüss.